Hallo, schön, dass du hier bist. Heute erzähle ich dir, wen ich neulich in meinem Garten beobachtet habe. Es war an einem regenfreien Sommertag. Der lilafarbene Schmetterlingsflieder und die altrosa blühenden Echinazee standen in voller Blüte und der Flieder verströmte seinen Sommerduft bis zur gegenüberliegenden Seite meiner Terrasse. Ich schlenderte also zwischen meinen Kräuter- und Blumenbeeten herum, um zu beobachten, was sich seit dem gestrigen Tag so verändert hatte. Ich sehe den Blumen im Sommer jeden Tag erwartungsvoll beim Wachsen zu. Außerdem fliegen jede Menge Insekten umher, deren Gartenreiseroute ich gerne begleite. An diesem Tag jedenfalls landete ein Schmetterling mit dem Namen Kleiner Admiral, sanft und doch wie nervös auf den Blütendolden des Sommerflieders. Schmetterlinge lieben die Sonne auf ihren Flügeln und verweilen am längsten an einem Ort, der ihre Flügel wärmt. Ich hatte Glück. Kleiner Admiral fühlte sich beim Flieder wohl. Und ich konnte seine Flügelzeichnung, also seine Flügelbemalung sozusagen, genau beobachten. Auf dunklem Grund, der samtig bärenfellbraun, fast schwarz schimmert, setzen sich orangefarbene Bänder zu den Seiten seiner Flügel ab, die mit winzigen schwarzen Punkten verziert sind. Zum Ende seiner Flügelspitzen wechseln sich schwarz und weiße kleine Farbfelder ab, wie Epauletten. Das ist der sogenannte Schulterbesatz einer Uniform, ganz außen auf der Schulter. Die Flügel sind an den äußersten Rändern von einem schmalen weißen Rand begrenzt. Und in dieser Farben- und Formenpracht flatterte das edle Tier von Blüte zu Blüte. Ich immer hinterher. Bis der Falter endlich auf einer weißen, zartrosa getönten Malvenblüte für ein paar Augenblicke zur Ruhe kam. Wohin er wohl als nächstes fliegt? Mach's gut und bis bald!